Herzlich willkommen zum fünften Wochenimpuls Kontemplation Mystik 24 in diesem Jahr der Weisungen der Väter und Mütter aus der Wüste, dieser frühen christlichen Spiritualitätsbewegung, Beginn des Mönchtums, Ende des dritten bis ins fünfte. 6. Jahrhundert hinein. Wir haben im letzten Monat, wir haben im Januar, uns einem ersten Schwerpunktthema der Wüstenväter und Mütter gewidmet, nämlich dem Schweigen. Heute, beginnend mit dem Februar, weiterer Schwerpunkt, den wir auch teilen mit den Alten, das Sitzen. Das wird uns im Februar hindurch begleiten und heute als Auftakt wieder ein Wort, ein Logion von dem Abbas Moses, dem Numiden, dem Dunklen, dem Schwarzen, im Starken, dem wir schon vor zwei Wochen begegnet sind, diesem Räuberhauptmann, den es dann in die Wüste verschlug und der Mönch wurde und Altvater, der wohl auch ein sehr aufbrausender, jähzorniger Mensch gewesen sein muss und der zur Anspannungsregulation schon mal 1, 2, 3 Dutzend Lebewesen gemordet hat, um sich zu entspannen. Und der, davon handelte ja das Logion vor zwei Wochen, dann auch von den Altvätern geprüft wird. Heute das 500. Logion 500. Es ist im Grunde ein ganz zentrales, findet sich in verschiedenen, bei verschiedenen Altvätern, in leicht unterschiedlichen Kontexten. Und es ist die Praxisanweisung für die Wüste. Sehr schlicht, sehr einfach, sehr kurz. Und im Grunde wird das ganze Jahr immer wieder einzelnen Aspekten dessen nachgehen, um auszuloten, was dieses kurze Wort heißen mag. Ein Bruder kam in die Sketis zum Altvater Moses und begehrte von ihm ein Wort. Klassische Eröffnung der Logions und noch ein Unterschied wird zur heutigen Begleitungspraxis. Also da die Geklärten der Wüste sich einen Ruf als Ratgeber erworben hatten, kamen Menschen zu ihm, um Rat zu suchen. Aber nicht in der Weise, dass sie lang und breit ihre Situation schilderten, sondern in dieser häufig so hier konzentriert verdichteten Form. Abbas, bitte gib mir ein Wort. Und die Altväter taten das, hier auch Moses. Der Greis sagte zu ihm, fort, geh in dein Kelion und setze dich nieder. Und das Kelion wird dich alles lehren. Ende. Fort. Was willst du bei mir? Was willst du von mir? Geh in dein Kelion, also deine Zelle. Häufig Höhlen,
manchmal Grabeshöhlen, in denen sie lebten. Man darf sich nicht zu karg vorstellen, wie uns die Ausgrabungen zeigen. Evangelion konnte schon mehrere Räume beinhalten. Ohne es zu schön zu färben. Aber Fahrt, geh weg, bei mir bist du falsch, geh in dein Kelion. Setz dich hin und das Kelion wird dich alles lehren. Also ein Hochschätzen des Sitzens. Vermutlich haben schon die Alten in der Wüste viele Stunden am Tag gesessen. In einem Wechsel aus Gebet, Handarbeit, Psalmrezitation. Gesessen auf Papyribündel, vielleicht Fellmantel oder Decke. Wie wir wissen, zum Teil in der Form der Ruminatio, also des Wiederkäuens, also des beständigen Wiederholens eines Wortes, wie es ja auch Bestandteil unserer Übungspraxis ist oder sein kann. Und dieser Ratsuchende und Erbittende bekommt nur dies: Geh, fahrt. Besser als die Unterhaltung und die Belehrung ist die Stille. Das Schweigen und das Sitzen. Geh in dein Kelion, halt es mit und bei dir aus und das Kelion wird dich alles lehren. Und da tauchen schon die Grundmotive auf, die das Mönchtum später ausmachen werden. Vor allem diese Form des anachoretischen Einsiedeln Form. Abgeschiedenheit. Verweilen an einem Ort, Stabilitas Loci. Sitzen. Das Schweigen. Psalmodieren. Die Arbeit bestand in dieser frühen Phase vor allem im Flechten von Seilen, von Körben und von Matten, die verkauft wurden, um den Lebensunterhalt zu erhalten. In der späteren Phase oft auch im Abschreiben von Texten und von Büchern, im Kopieren von Büchern. Fahrt. Such nicht draußen, such nicht bei anderen, such auch nicht beim Altvater. Setz dich in ein Kelion, halte es bei und mit dir aus und suche in und bei dir. Und das Kelion wird dich alles lehren. Sitzen, die Stille, die Abgeschiedenheit wird dich alles lehren. Was? Könnte man fragen. Zuallererst alles über dich selbst. Das Schweigen, die Zurückgezogenheit, die Stille, das Sitzen wird dich lehren, dich selbst zu erkennen, in der Tiefe.
Und vieles, das wird uns vor allem den Sommer über beschäftigen, mündet dann in eine tiefe Erforschung der inneren Bewegung, der Leidenschaften, der bewegenden Kräfte. So wie wir es ja auch kennen vom Sitzen. Eine sehr intensive und tiefe Form, sich selbst zu begegnen. Aber mehr noch, dieses Pfad setze ich in ein Kelion und bleibe da, schafft auch Einsicht in die Beschaffenheit der Wirklichkeit. In die Unbeständigkeit von allem. In die Leerheit, in die Wandelbarkeit. Eine dritte Dimension. Dieser Rückzug, diese Beschieden und Bescheidenheit. Lehrt letztlich auch die Quellen, aus denen ich lebe. Wenn die Ablenkung wegfällt, wenn das Ayapopaya der Normerfüllung und der äußeren Bestätigung wegfällt, was mich wirklich nährt. Und so lehrt letztlich dieses Fortgehen, ein Kelion, setz dich nieder, bleibe da. Auch das, was Gott selbst zutiefst ist. Fort setz dich in dein Kelion und das Kelion, das Schweigen, das Sitzen, die Abgeschiedenheit wird dich alles lehren. Über dich, über die Welt, das Leben, das Sein und über Gott. Ein typischer Väterspruch, die Bitte um ein Wort und eine knappe, aber mächtige Antwort. Denn gedacht war das nicht als Eintagsfliege oder als Wochenendkurs. Gedacht war es als Lebensprogramm. Bis man irgendwann ganz alt geworden, nicht mehr zum sonntäglichen Gottesdienst erschien und darüber festgestellt wurde, dass auch dieser Altvater gestorben ist in seinem Kelion. Das gab es wohl, davon hatten wir es ja schon ganz am ersten Abend. Was die sonntägliche Gottesdienste, sozusagen der umliegenden Altväter und wohl auch so etwas wie ein Stammtisch am Sonntag. Ansonsten aber fort. Geh in dein Kelion, setz dich nieder und das Kelion wird dich alles lehren. Und auch wenn wir zumeist das heute nicht als unsere Lebensform begreifen, tauchen wir doch immer wieder in unserer Praxis darin ein und schließen an diese frühe Form an. Und dem wollen wir in diesem Jahr weiter nachdenken, nachspüren und uns inspirieren lassen. Von den Alten,
Entschiedenen in der Wüste.